Hallo, lieber Wassermann, ich begrüße dich ganz herzlich hier bei mir auf meinem Kanal. Mein Name ist Tina. Ja, und um was geht es hier für dich, lieber Wassermann, in diesem Video? Ich möchte mir gerne dein Weihnachtsfest und deinen Jahresübergang anschauen. Und zwar, das werde ich hier mit den Lenormand-Karten tun, werde hier eine kleine Legung legen. Und werde dir da alles sagen, was ich sehe, was ich spüre, was ich empfange. Werde dann noch zwei weitere Orakelkarten für dich springen lassen und hoffe natürlich, dass da noch die ein oder andere Botschaft für dich hilfreich ist. Ja, was bedeutet Wassermann? Wenn deine Sonne im Zeichen Wassermann sich befindet oder du einen Aszendenten Wassermann hast oder sich der Mond im Zeichen Wassermann befindet. Ja, du spürst natürlich gut hinein, ganz klar, ob du überhaupt hier mit in Resonanz gehst. Ich stelle noch ganz kurz die Decks vor. Das Lenormand-Kartendeck ist das Floralis. Dann habe ich hier die Dankbarkeitskarten mitgebracht. Dankbarkeit fühlen, die Geschenke des Lebens erkennen und das Glück manifestieren. Und dann werde ich dir noch einen aufgestiegenen Meister an die Seite stellen. Ja, da werde ich auch kurz aus dem Booklet vorlesen. Ansonsten starte ich jetzt direkt durch, alles weitere in der Legung. Schaue ich mir dein Weihnachtsfest und deinen Jahresübergang noch mal genauer an. So, hier haben wir schon mal die Familie mit dem Haus. Bin ich richtig rum? Haus, Hund, Reiter, die Dame, das bist du, egal ob Frau oder Mann hier zuschaut, du bist hier die 29. Also schon mal sehr präsent. Der Fuchs, der Herr, das Kind und die Schlange, Wege, Bär, Mond und das Herz. Unter dem Deck haben wir die Wolken. Also, irgendwo machst du dir noch unheimlich Gedanken, Sorgen. Etwas ist dir total im Unklaren. Und wenn man auch im Unklaren ist, geht oft einher das Gefühl der Unsicherheit. Bei den Wolken sage ich aber ganz gerne, Wolken kommen, Wolken gehen. Da bedarf es manchmal ein reinigendes Gewitter oder eben halt momentan in meiner Gegend ist ganz schön der Wind unterwegs. Also wenn da der einmal da durch die Wolken fegt, dann sind die auch verschwunden. Schauen wir mal, die sprechen auch von Enttäuschung übrigens und da schaue ich jetzt mal weiter rein hier für dich. Ja, nicht nur, dass du dich hier präsent hingelegt hast, ja, eine dir weitere sehr wichtige Person ist nämlich dann die 28, die hier aber auch eine Frau sein kann. Ja, aber das ist ein Partner, eine Partnerin, ein Wunschpartner, Wunschpartnerin, eine dir sehr nahestehende Person. Also wir sprechen hier zum Beispiel nicht vom Nachbar oder Nachbarin, ja. Also die Person steht dir schon sehr nahe, die Person ist dir wichtig. Ja, weil sie ihr hier als Hauptperson erscheint. Insbesondere hast du hier noch weitere Personenkarten liegen, aber schauen wir mal, ob die halt auch Personen sind. Das wäre nämlich einmal hier die Schlange, die eine Frau sein kann, ein Mann sein kann, der Bär, der ein Mann ist, der aber auch eine Frau sein kann, der Reiter, der auch oftmals oder auch eine Person sein kann, das ist so ein jüngerer Mann, dynamischer Mann, ja, und der Hund eben halt auch als Freund oder Freundin. Ja, das Kind bis zum 18. Lebensjahr, ja, kann hier auch noch eine Rolle spielen zu Weihnachten und zum Jahreswechsel. Insbesondere, ja, das ist ja eben halt das Fest der Liebe Weihnachten, da spielen ja auch häufig Kinder eine Rolle, ja, können auch hier zwei Kinder sein, ja.
Also da ist auf jeden Fall hier eine Menge los an Personen. Hier hat sich ja auch die Karte das Haus als erstes zeigen wollen. Ist ja hier im hohen Bogen aus dem Kartendeck gesprungen. Und da haben wir ja schon die Familie. Ne? Das Fest der Liebe, das Fest der Familie, das Weihnachtsfest, ja. Und irgendwo ist so das, wo du so reinschaust unter dem Motto, ach, das ist wieder so das Übliche zu Weihnachten. Die üblichen Themen, ja, vielleicht auch die typischen Unklarheiten, was weiß ich, wer kocht was und wer will das schenken, tun wir uns da zusammen oder machen wir da was einzeln und. Also es kann verschiedenster Natur zu Weihnachten sein. Aber hier sehe ich irgendwo, dadurch, dass der Reiter sich hier hinlegt, ja, dass da jetzt irgendwo so Bewegung in ein Thema kommt. So, und als wenn du dir irgendwie sagen wolltest in die Karten, die du reinschaust, also dieses Jahr, das mache ich jetzt nicht mehr so wie in den vergangenen Jahren. Also da habe ich keine Lust mehr drauf. Und da werde ich irgendwo etwas in eine andere Richtung lenken. So kommt es mir rüber. Aber in positiver Natur, weil der Reiter, ja, der spricht Positives aus. Also der ist eine positive Karte. Ja, und ist ja auch irgendwie die Karte, finde ich, in dem Deck hier, den Reiter sowieso äußerst imposant, ne? Mit dem weißen Pferd, dem Mann mit dem weißen Anzug da drauf, weiße Rosen. Das sieht ja so auch so nach totalem Frieden aus, ja. Also deswegen halt auch diese Positivität, die ich im halt hier wahrnehme, als wenn man sagen wollte, hey, hier bringe ich jetzt mal frischen Wind rein, ja, ist schon nochmal behaftet mit, oh, hab da ein bisschen Bauchgrummeln, das sieht man ja auch hier mit den Wolken, ob ich das machen soll oder nicht, ja, das weiß ich nicht so genau, aber irgendwo sagst du dir so, ne, dieses Jahr möchte ich eigentlich, dass ich nehme mehr das Weihnachtsfest wahr, weil sich das jetzt hier so zu Beginn hinlegt, ja, dass du da irgendwie was anderes einbringen möchtest, an Gedanken, ja? So, du bist ja ein Luftzeichen, Luft ist Denken und dass du dir da was überlegst und eben halt sagst, ja, da möchte, wäre doch keine schlechte Idee, wenn wir das dieses Jahr mal so und so und so machen. Aber dadurch, dass das irgendwie schon so eine Struktur hat und sowas Eingefahrenes ist, kann es eben halt sein, wenn du als Wassermann jetzt mal so ein bisschen unkonventioneller möglicherweise vorgehen möchtest und es vorher immer so äußerst traditionell zum Beispiel war, ist es natürlich so, dass es hier schon eine Skepsis aufkommen kann. Ne? Soll ich das machen? Das gibt hinterher Unruhe zu Weihnachten. Das will ich ja auch nicht. Ja, und so weiter und so fort. Dann nehme ich halt auch hier wahr, dass es aber auch hier nochmal damit zu tun haben kann, hier mit deine dir wichtige Person, ja, dass es da auch irgendwie was gegeben hat in der Vergangenheit mit der Familie, dass wenn du da jetzt etwas anbringst, was halt auch hier mit dieser wichtigen, also dir nahestehenden Person zu tun hat, dass du sagst, boah, da wird die Familie aber richtig, richtig, weiß ich nicht, sauer sein, überrascht sein oder nicht erfreut sein oder, ja. Ich sehe dich nämlich hier auf jeden Fall wieder positiv nach vorne gehend liegen, ja, in Verbindung mit deiner dir wichtigen Person, ja. Und irgendwo nehme ich auch wahr, dass da auch noch was zwischen dir und ihm überschattet sein kann, irgendwie mit einer Ex-Frau, Ex-Freundin, ja, kann gut sein, nämlich hier, dass da ein Kind ist und da oftmals dann auch zu Weihnachten Querelen sind oder gewesen sind, ja, und dass du eben halt auch sagst, eben halt dieses Jahr mache ich das eben halt anders, ja. Und deswegen kann auch hier diese Missstimmung im Familienbereich eben halt bei dir sein, ja, weil eben halt auch Missstimmung zwischen dir und dieser Person ist, ja, oder gewesen ist, ne, es scheint noch da zu sein. Aber hier geht ihr eben halt aufeinander zu, hier kann sich etwas positiv schneller sogar entwickeln, weil der Reiter flott unterwegs ist, also so, dass es echt flott zur Weihnachtszeit hin ihr positiv nach vorne geht, ja. Und auch deine,
die wichtige Person denkt eben halt auch daran wieder oder möchte gerne, dass es wieder ruhiger und friedvoller wird und auch gerade zu Weihnachten. Also er weiß ja eben halt auch um diese ganzen Querelen und somit wird dann halt auch zum Weihnachtsfest, ich sehe diese Geschichte quasi nicht zu Ende, aber Entschuldigung, aber die Schwierigkeiten, die es da gibt im familiären Bereich, also zwischen dir und deinem Herzmensch, zwischen dir und der Familie, zwischen dir und den anderen Personen, die ich hier liegen habe, ja, werden die Schwierigkeiten weniger. Das habe ich hier auch ganz deutlich liegen. Schaue ich mir mal an, wie es denn hier so Richtung Jahresende geht. Also da wirst du ganz stark auftreten. Du wirst eine Entscheidung treffen und eben halt sagen, so, ne, so und so und so stelle ich mir das jetzt auch vor. Ich stehe jetzt zu mir, weil der Bär sagt halt auch, stehe zu dir. Stehe auch zu dir und deiner Entscheidung. Die wirst du dir halt ja auch gut überlegt haben. Wirst dann eben halt tatsächlich mit Liebe, mit Freude, wie soll ich mal sagen, etwas äußern. Eben halt auch sagen, hey, was ist das hier eigentlich? Ich möchte letztendlich doch Ruhe und Frieden, ich möchte Familie, ich möchte Harmonie, ich möchte eine schöne Stimmung in der Familie haben, gerade zu Weihnachten und auch zum Jahresende. Manche feiern ja halt auch den Jahreswechsel mit der Familie, ne? Das gestaltet ja jeder so unterschiedlich. Aber was mir sehr, sehr gut gefällt, lieber Wassermann, zum Ende des Jahres hin habe ich hier eben halt tatsächlich das Herz liegen. Und von daher, und dann noch der Mond dabei mit dem Bär, also dass du dich da rundum wohl, zufrieden fühlen wirst und deinen Jahresübergang genießen kannst, ja, und in vollem Glück quasi halt auch bist, ja. Du kannst dann auch zuversichtlich ins Jahr 2025 hineinschauen. Da gibt es wahrscheinlich noch den einen oder anderen Holperstein, wie ich schon sagte, ja, weil ich hier wahrnehme, dass etwas noch nicht ganz geschlichtet ist. Irgendwas schwelt ja noch, wird mit ins neue Jahr genommen, aber zum Jahresende hin sagt man erstmal, ja, bis hierhin ist es ganz gut, wie sich das jetzt schon gestaltet, also dass du dir sagst, es nimmt eine positive Richtung an. Ja, also eben halt, dass tatsächlich hier sich diese Wolken, ich sehe gerade, dass man das gar nicht sieht, so, diese Wolken sich eben halt verziehen können, ne? Das gefällt mir doch ganz gut. Ja, schaue ich mir mal an, welcher aufgestiegene Meister da an deiner Seite ist und was er oder sie dir mit noch auf den Weg geben möchte. Das ist mir zu viel, aber die beiden haben sich umgedreht. Da bin ich bereit, die zu nehmen. Was haben wir denn hier zum einen? Schreibe. Aha. Nicht erschrecken. Das wird auch mit H geschrieben. Der Tod. Tod. Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Da haben wir hier so einen Vogelkopf. Schreibe. Und dann haben wir, wen haben wir hier noch? Moment, ach du liebe Güte, ich sehe schon den Namen. Da muss ich mir aber jetzt echt konzentrieren. Also das spirituelle Gesetz der Anziehung. Das ist aber ein sehr guter Hinweis, ja? Also das, was du ausstrahlst und denkst, das ziehst du auch an, ja? Bedenke das. Es ist ein geistiges, ein spirituelles Gesetz. So, jetzt, wie heißt der? Melchizedek. Ja, ich hoffe, möge mir verzeihen, wenn ich ihn nicht richtig ausgesprochen habe. Also das ist eine wichtige Botschaft. Und was mit dem Schreiben, das ist auch häufig keine schlechte Idee. Denn wenn man das, was man so alles im Kopf hat, mal einfach so brainstorming-mäßig aufschreibt, ruhig wild durcheinander,
Und dann gerade so um den Jahreswechsel herum, vielleicht kennst du ja auch die Rauhnächte, wo man ja auch Wünsche etc. und oder auch Kartenlegungen macht, ja. So ist es auch gut möglich, dass du eben halt das, was du alles im Kopf hast, alles das, was dich belastet, aufschreibst und zu einem Brief zusammenfaltest und dann zum Jahresende verbrennst. Also ich mag immer gerne das Verbrennungsritual. Ich fange mal mit dem Tod an. Also es ist ja schon ein komischer Name, aber da kann ich nun mal nicht ändern. Das heißt nun mal so. So, schreibe. Die Karte ist als konkrete Aufforderung zum Schreiben zu dir gekommen. Du hast in der letzten Zeit viele Zeichen und Impulse zum Schreiben erhalten. Also lass dich von der Botschaft dieser Karte inspirieren, aktiv zu werden. Nimm einen Bogen Papier zur Hand und schalt deinen Computer an und fang an zu schreiben. Ist auch eine Möglichkeit, ne? Sorge dich nicht um Grammatik und Interpunktion, darum kannst du dich später kümmern. Bring jetzt einfach deine Gedanken und Gefühle so zum Ausdruck, wie sie dir in den Sinn kommen. Genau das, was ich sagte, ne? Einfach alles runterschreiben. Und manchmal, wenn du da das gut kannst, kannst du wirklich auf dem PC, auf dem Laptop, wie auch immer, kannst du immer brrrr, alles schön aufschreiben. Ne? Das ist also auch ein guter Tipp, das auf dem Laptop, PC zu machen. Und wie ich nämlich sagte, ne? Also es braucht Bedarf überhaupt gar keiner Reihenfolge, auch keiner Form oder dass der Satz richtig formuliert ist, einfach runterschreiben. Das können auch einzelne Wörter sein, die dir in den Sinn kommen, ne? Einfach aufschreiben. So, jetzt schauen wir nach dem anderen. Das spirituelle Gesetz der Anziehung. Die Situation, nach der du fragst, ist durch das spirituelle Gesetz der Anziehung in dein Leben getreten. Du hast bestimmte Menschen oder Situationen angezogen, weil sie deine Gedanken, Gefühle und Überzeugungen spiegeln. Aus dem gleichen Grund entfernen sich jetzt manche Menschen und Situationen, die dir einmal angenehm waren, aus deinem Leben, da du deine Energie durch deinen spirituellen Weg verändert hast. Gleich und gleich gesellt sich gern. Weiß schon der Volksmund. Es bedeutet, dass jeder und alles, was du in deinem Leben ziehst, deinen Denkmustern entspricht. Uiuiui, wichtiger Hinweis. Wenn du das, was du anziehst, ändern möchtest, achte darauf, positiver, liebevoller und freudvoller zu denken. Die aufgestiegenen Meister können dir dabei helfen. Äußerst wichtige Karte, das habe ich gerade schon bemerkt. Ja, spul nochmal zurück, hörst dir nochmal an. Ganz, ganz wichtiger Hinweis für dich, lieber Wassermann. Denken und Verhalten. Und hier haben wir das Liebevolle. Und da scheint auch ein Umdenkprozess stattzufinden. Oder das Zeichen dahin, dass das dahin gehen soll. Nicht in gewohnte Gedankenmuster zu gehen, ja, und daran eben halt, das ist ja, das Haus ist ja wie so ein Fundament. Und das Haus da drin ist ja auch, das ist wie so dein Körper halt auch, das drin ist alles gefüllt. Eben halt mit dem bekannten Ding. Also du darfst da ruhig mal ausbrechen. Oder du sollst, du musst da ausbrechen. Ja. Dankeschön. Ich zeige dir den Rücken dieser Karte, weil jede Karte anders gestaltet ist. Guck mal hier, du hast die Schildkröte. Wie süß. Die hat einen dicken Panzer, ja? Und wenn ihr alles zu viel wird, zieht ihr den Kopf ein und dann ist die in ihrem eigenen Haus, ja? Die Schildkröte ist übrigens auch ein sehr schönes Krafttier. Vielleicht magst du das mal googeln und nachlesen. Also, danke mit der Nummer 40 für all den Schutz, den ich in meinem Leben erfahren habe. Ja, der Bär
spricht auch von Schutz und Stärke. Und dem darfst du dir bewusst werden, wie viele Menschen du letztendlich halt auch an deiner Seite hattest, ja? Und wenn du da jetzt aber zum Beispiel in eine Denkrichtung gehst, ich war immer alleine und ich muss immer das alleine machen, dann, also so als simples Beispiel oder als Beispiel gesehen, ja, dann darfst du da mal drüber nachdenken, ob dem wirklich so ist, ne? Ja, es sind dann, du hast wahrscheinlich schon wirklich mehrere Zeichen erhalten, die, und zwar die Zeichen des Umdenkens und der anderen Sichtweise einnehmen. Lieber Wassermann, ich wünsche dir ein wundervolles Weihnachtsfest und einen grandiosen Jahresübergang. Das würde ich mir für dich wünschen. Ich hoffe, dass ich dir hier ein Stück weit helfen konnte mit dieser Botschaft, mit dieser Legung. Und ich sage bis dahin alles Liebe und Gute, die Tina.